Hallo und herzlich willkommen zur Folge 316. Wir stehen ja hier immer noch in Uga, wie auch sonst immer. Ich gehe gerade mal kurz durch. Ich habe ungefähr einen Plan, was wir heute machen. Also es kann auch sein, dass das nicht so ganz klappt, aber... So, allerdings ist er zurzeit auf... Ja, vielleicht weiß ja sein Herr Iskra mehr darüber. Genau, wir müssen mit Iskra reden. Oh, gut, wir kennen die Löwenjäger ja eigentlich schon. Weil wir haben ja auch die Fälle, die wir auch abgeben können, wohlgemerkt. Ansonsten, geflohene Sklaven-Quest. Ich muss mit... der Sklavin von Tartaron sprechen und ich weiß natürlich, wo die zu finden ist. Denn der gute Black Pirate hat mir natürlich Bescheid gegeben. Jetzt müssen wir schauen. Also, es ist... Okay, es ist schon mal Abend. Ich weiß nicht, ob sie schon zu Hause ist. Es ist, wenn wir der Mauer hier folgen, das erste Haus links. Das hier, oder was? Hallo? Sind wir zu Hause? Nö. Gut, dann hat sie vielleicht heute Nachtschicht. Was man da genau dann runter versteht, das kann jeder für sich selbst interpretieren. Nee, Quatsch. Gut, da gucken wir, ob ich noch Iskra irgendwo finde. Ansonsten penne ich bis Mitternacht und schaue, dass ich dann Tartar und Sklaven irgendwo auffinden kann. Ansonsten ist hier tote Hose. Ja gut, komm, wir pennen einfach mal bei Petro. In seiner Bude. Ansonsten mal schauen, also man kann sich ja für Assassinen oder Nomaden entscheiden. Der gute Black Pirate hat mir empfohlen, mich für die Nomaden zu entscheiden. Habt auch Kommentare gelesen von wegen Assassinen. Aber ich glaube, ich nehme die Nomaden, denn das hat keinen Einfluss auf unser Ansehen hier im Kaff, also in Uga. Deswegen... können wir das verkraften, wenn wir dann uns gegen die Assassinen entscheiden. Also sprich, wir werden dann nicht irgendwie von denen niedergemetzelt und es beginnt hier eine Schlacht oder sonst was. Aber oh. Die Dinger finde ich auch ganz nice. Die Straßenräuber, habe ich gerade gar nicht drauf, drauf geachtet. Da habe ich auch immer eine Frage, wo sind die Straßenräuber? Und zwar, kommen die einfach nur random? Oder sind die in der Nacht irgendwie überall? Und, also sprich, gibt es, gibt es da ein Limit? Und sind die alle zufällig auffindbar oder kommen die immer wieder? Was suchst du hier? Geh! Tu mir nichts! Mach, dass du hier rauskommst! Hä, ist sie das nicht? Ich gehe ja schon. Das ist ja auch das Haus hier gemeint. Hallo? Ich muss mal vorsichtig sein. Boah, Alter, die Grillen ziert man mal ganz schön laut hier. Na gut. Das wird schon irgendwie. Das Interieur kann man es auf jeden Fall geben. Übrigens, ich habe noch einen Tipp bekommen. Und zwar bezüglich Stärke und Tomaten. Jetzt, wo ich hier die Tomaten sehe. Und oh Gott. Ich klaue nichts. Ich inspiziere nur das Haus. Das wird wohl sein, oder? Das ist er. Genau das ist er. Na gut, die Sklaven wohnen da unten in diesem abgeranzten Teil der Stadt. Auf jeden Fall. Sprechen wir jetzt mal mit ihr. Warte mal. Gib mir den Ring. Danke. Hallo. Darf ich fragen, wer du bist? Lass mich in Ruhe. Na, du bist aber kurz angebunden. Was soll das hier jetzt werden? Ein Frage- und Antwortspiel? Lass mich bloß in Ruhe. Hey, bleib mal locker. Ich bin ein Freund der Sklaven und will euch helfen. Ein Assassine und unser Freund? Das kannst du deiner Großmutter erzählen, mein Junge. Ich bin kein Assassine. Ich habe mich nur verkleidet, um unbehelligt in die Stadt reinzukommen. Wirklich? Das wäre ja... Aber halt, für wie blöd hältst du mich eigentlich? Ich glaub dir kein Wort. Mich kannst du nicht für dumm verkaufen, Assassine. Ja. Warte mal. Was muss ich tun, damit du mir Vertrauen schenkst? Da gibt es nur einen Weg. Du musst ein Freund unserer Sippe sein. Und wie soll ich das anstellen? Sprich mit Said, meinem Vater. Er ist der Anführer unseres Stammes. Unser Lager liegt in den Bergen, in der Nähe der Höhle, die zur Küste führt. Wenn du vor dieser Höhle stehst, musst du dich stets rechts halten, immer an der Bergwand entlang. Irgendwann entdeckst du eine Leiter,
Steig hinauf und du wirst unser Lager finden. Mein Vater wird schnell herausfinden, ob du unser Freund oder unser Feind bist. Wenn er dir Vertrauen schenkt, dann tue ich's auch. Aber ich warne dich. Wenn du ein falsches Spiel mit uns treibst, dann werden dich unsere Männer töten. Ach du Scheiße. So, wo ist das? Sein Vater, sein Nomadenlager findet sich in den Bergen. Jetzt muss ich zunächst wieder zur Höhle, die zur Küste Erdes. Ja. Immer rechts halt, bis ich eine Leiter finde. Also ist einfach an einer steilen Klippenwand, in einer Klippe sind einfach eine Leiter, die geht 15 Meter nach oben. Ist wahrscheinlich noch morsch und da soll ich dann hochklettern. Ja, ist klar. Wer verarscht ja eigentlich wen? Wir schlafen erstmal bis zum nächsten Morgen und ich würde sagen, das ist ja auch weit weg. Und, oh, das Joaquim. War wieder geil, den Namen auszusprechen. Nee, das wollte ich nicht. Jetzt habe ich die Karte geöffnet. Genau, wir reden mit Iskra. Der war ja auch noch für die Quest relevant. Und dann würde ich sagen, wir gehen erstmal zu den Löwenjägern. Denn ich das behal. Genau, und von dem kaufen wir gleich die Tomaten zurück bezüglich Stärke. Weil wir können die Tomaten wieder kaufen und wir haben ja eh einen Haufen Geld und wir brauchen sonst nichts. Und, ne? Deswegen... Auf jeden Fall werden wir dann erstmal mit den Löwenjägern machen. Das ist nämlich näher dran, weil wir haben ja keine Teleporthunde zurück nach Uga und das ist schon irgendwie ein Krampf. Ne, deswegen, aber erstmal klären wir hier alles bezüglich den ganzen Quests. Ich habe gehört, dass ein Löwenjäger bei dir wohnt. So ist es. Es handelt sich dabei um den berühmten Tabor. Noch nie gehört. Zurzeit aber befindet er sich auf Löwenjagd. Wo jagt er denn die Löwen? Am Ende der großen Oase gibt es besonders viele von den Bestien. Dort hat er auch sein Lager aufgeschlagen. Ich hoffe, dass seine Jagd erfolgreich ist, denn dann kann ich ihm eine Menge Felle abkaufen. Allerdings werde ich auf die Felle wohl noch sehr lange warten müssen. Och nee, du, geht eigentlich. Was gibst du mir, wenn Tabor schneller zurückkommt? 50 Goldstücke wäre mir die Sache wert. Außerdem würde ich dich bei Torres empfehlen, wenn du darauf wärst. Gut, ist gut, ist gut. Abgemacht. Ich werde Tabor aufsuchen. Gut. Habe aber auf dich Acht. In der Oase gibt es eine Menge wilder Tiere. Gab es. Mein Freund, gab es. Hast du noch irgendwas, was mich interessieren könnte? Nee, ne? Nee, sind normale Feldrüben. Scheiß die Wandern, der hat auch nichts. Wir hätten ja auch Pantherfell kaufen können. Im Notfall. Ne? Wir haben ja genug. So, und jetzt aber nochmal hier kurz zu Bahal. Na, ich will meine Glücklichkeit nicht verbessern. Was? Du hast 300 Tomaten im Angebot. Die nehme ich. Ja, wie gesagt. Klar ist das ein bisschen kacke. Vielleicht für manche. Von wegen, ja. Jetzt holt er sich das Zeug. Also sammelt es und kann durch irgendwelche Ungereimtheiten auch noch doppelt so viel Tomaten raushauen. Dann verschenke ich 300, also weil er gesagt hat, verkaufe ich 300 und kaufe dann wieder alle zurück. Ja, wir haben mit 600 Tomaten und das sind, wie viel waren es umgerechnet? 25 Stärke, aber kommt schon. So, jetzt kein Weltuntergang. Ich glaube, das stört auch gar nicht so viele. Aber ist auch egal. Gut, wir sind jetzt hier wieder in der Oase und wir haben einmal halt eben die Löwenjäger-Quest. Ich glaube, die hätte man hier früher annehmen können, eigentlich. Und gut, dann gehen wir zu den Löwenjägern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ganz ehrlich, dass diese Oasengegend hier und um Uga herum, das ist gefühlt für mich größer als die Wüste da unten. Das ist echt kein Scherz. Das ist einfach nur krass riesig. Ich hämmer mir nochmal einen Geschwindigkeitsrang rein. Oh. Und Prost. Hab ich gar nicht gesehen, dass wir noch einen hatten. Egal. Haben wir eigentlich schon... Na gut, wir haben 1100 Leben schon. Nicht schlecht. Aber da geht noch mehr, klar. Können ja auch noch ziemlich viel verarbeiten. Ja, und ich düse hier nochmal entlang, genau aus diesem Grund. Genau das ist es. Das ist mein Kraut. Ist da hinten noch was? Ne, komm, ich suche jetzt nicht nach Kräutern. Da werden wir noch bekloppt werden. Das sind ja Löwenjäger, aber echt ein weiter Weg. Ich hoffe, wir finden unterwegs noch ein paar Viecher. Aber das kann ich nicht garantieren.
Deswegen düsen wir einfach entlang und ihr könnt ihr nochmal sehen, ist einfach nur abnormal groß. Ja, also zum Verlauf, da könnt ihr jetzt ein bisschen von sprechen, während wir hier sowieso durch die Gegend heizen. Mit 40 Sachen. 40 km/h, der gute Roland drauf, ne, keine Ahnung, auf jeden Fall. Der Plan sieht jetzt wie folgt aus, wir werden uns für die Nomaden entscheiden. Das heißt, wir werden jetzt so oder so von Tamaras Vater das Vertrauen uns aneignen. Und dann werden wir die hier, ja, der gehört auch dazu, der gute Wilbert, werden wir den aus der... Los, komm, ich bin nicht zurück nach Uga, nee, das machen wir jetzt nicht. Auf jeden Fall, wir werden die dann zurückbringen zu den Nomaden. Wohin genau, weiß ich noch nicht. Ich hoffe nicht zu eben dem gesagten Nomadenlager von Tamaras Vater. Das wäre nämlich arschweit weg. Aber ich glaube, hier in der Nähe ist auch irgendwo eins. So ganz habe ich das noch nicht gepeilt. Und wo das ist, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall werden wir uns für die Nomaden entscheiden. Ich werde das Nomadenlager suchen. Ja? Ich sage extra nicht, ich werde es finden. Ich werde es suchen. Also sprich, das wird jetzt von Tamaras Vater. Und ja, wir müssen eben sein Vertrauen erwerben, damit wir Tamaras Vertrauen erwerben können, damit wir... Von wem war das? Genau, um Piets Vertrauen erwerben zu können. Ist ein bisschen verzweigt, die Quest, aber sowas gehört halt einfach dazu. Und wenn wir dann das alles abarbeiten konnten... Mit dem ganzen Quatschzeug und bla, Vertrauen hier von dem und von der und hin und her, jenes, selles. Und dann können wir auf jeden Fall die Sklaven retten oder halt ins Verderben führen, wenn ich das richtig verstanden habe. So der Ablauf. Und wir kümmern uns jetzt aber erstmal um die Löwenjäger, die sich genau hier verstecken. Hat ja ganz gut geklappt mit meiner Sprechübergangsbrücke. Hey, du! Mit ihm reden. So. Iskra würde gerne wissen, wann ihr zurück nach Uga kommt. Wenn wir hier fertig sind. Das ist aber noch lange nicht der Fall. Ja, das ist jetzt aber... Ja. Tauber will noch lange nicht zurückkehren. Ich sollte ihm am besten bei allem helfen. Ach, okay, gut. Die Quest ist damit dann verbunden. Hey. Das hätte ich mir schon fast gedacht. Ich habe alle Fälle, die du haben wolltest. Wirklich? Also 6 Panther und 12 Löwenfälle? Ja. Wie viel willst du mir dafür geben? Ich gebe dir 200 Goldstücke pro Fell, also insgesamt 2800 Goldstücke. Klingt gut. Dann mal her mit dem Goldregen. Hier, nimm. Also die Quest ist richtig lukrativ. Jetzt haben wir das ganze Geld wieder drin, was ich für die 300 Tomaten ausgegeben habe. Gut. Die Quest ist zu empfehlen, die kann man nebenbei machen. Nun schauen, wie es weitergeht. Genau, jetzt kommt nämlich Aslan. Was ist jetzt mit Aslan? Ah, ich sehe, du hast Gefallen an der Löwenjagd gefunden. Kann schon sein. Was also ist nun mit Aslan? Aslan soll der stärkste Löwe sein, den man in Varant gesehen hat. Ein Prankenhieb von ihm hat schon so manchen Jäger getötet. Er ist ein Einzelgänger, der sich von anderen Löwen absondert. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Aslan zur Strecke zu bringen. Wenn du sein Lager finden solltest, dann komm sofort zu mir. Lass ihn aber ja in Ruhe und versuche nicht, ihn zu töten. Ich allein will ihn bezwingen, hörst du? Ich allein. Ja, ja, habe ich schon verstanden. Wenn ich mit deiner Hilfe Aslan finden sollte, bekommst du von mir 500 Goldstücke. Der geht doch locker bei drauf. So, Aslan haben wir ja schon gesehen. Aber ich will noch mal ganz kurz was schauen. Und zwar hier oben dürfen noch ein paar Löwen sein, wenn ich mich recht... Ja, genau. Ein paar. Wir üben jetzt mal für Aslan. Deswegen knüppeln wir hier ein paar Löwen. Ich hätte nicht gedacht, dass die Quest so viel Geld gibt mit den Fällen. Ja, das kommt so unverhofft, kommt oft, wisst ihr? Man macht andere Quests, man hilft der Welt und man kriegt 300 Goldstücke am Ende. Dann will einer einfach nur ein paar Fälle. Der beschert einem dann
einem Reichtum, wie man ihn selten sieht. Oh, unser Geschwindigkeitstank ist abgelaufen. Hier nochmal schönen Blick von der Oase, oder vom Rand der Oase, in die Wüste hinein. Moment. Wenn der Sand irgendwann mal aufhört. Ja, man sieht nichts, richtig, weil die Welt so groß ist. Gut, aber wir haben jetzt, glaube ich, hier oben alles erledigt. Ich wollte jetzt, wie gesagt, noch die paar Löwen töten. Waren jetzt 6, 7 Stück oder so. Sind da hinten noch welche? Nee. Gut, dann sprechen wir mit Tabor über Aslan. Denn wir wissen ja, wo Aslan ist. Ist auch schon wieder ein paar Folgen her, aber wir haben ihn ja schon gesehen. Und getroffen. Und die haben auch eine verpasst und sind dann abgehauen. Und er uns hinterher. Aber irgendwann hat er dann doch aufgegeben. Zum Glück. So. Ich glaube, und weiter geht's. Ich weiß, wo sich Aslan befindet. Was? Du weißt, wo er ist? Ja. Ein mächtiger Löwe hat sich ganz allein am Ende der Oase in den Ruinen versteckt. Das ist ja ganz bestimmt. Na los, worauf wartest du noch? Los, führe mich zu ihm. Ein Augenblick, Tabor. Was ist mit meiner Belohnung? Die bekommst du erst dann, wenn ich Aslan erlegt habe. Also los jetzt. Na, dann komm. Nimmst du deine Leute nicht mit? Also ich würd's dir wärmstens empfehlen. Ja gut, dann komm halt mit. Der Junge geht sowas von drauf. Ich seh's kommen. Der hat nicht die besten Überlebenschancen. Allein schon, wie der sich kleidet. Okay, gut, dann versuch dein Glück. Ich guck zu. Wenn ich Aslan nicht klatschen kann, also Roland, dann kann die Pfeife das da hinten bestimmt überhaupt nicht. Also seine Chancen sind geringer als unsere und da Aslan unbesiegbar ist und unsere Chance deswegen schon bei 0% liegt, sieht es ganz düster aus für dich, Tabor, aber versuch dein Glück. Und hier sind wir am Ende der Oase, sieht eigentlich gar nicht aus wie eine Oase, sondern wie ein Wüstenteil. Hier waren wir schon, da hatten wir auch richtig Spaß mit Skeletten da in dem Turm. Uiuiui, das wird ein Spaß gleich. Ich glaube, wir können dann Tabor von den Fliesen der Ruinen kratzen. Na gut, richtige Fliesen sind es nicht, aber das ist jetzt auch nicht Thema. Aslan, hallo, bist du daheim? Ich hab Besuch mitgebracht. Da drin ist er in den Ruinen. Kann man ihm schon irgendwie... Nee, kann man noch nicht. Gut, dann speichere ich mal ab, nicht, dass Aslan gleich auf uns zurennt und uns dezimiert. Da drin ist der Löwe. Ja, das ist Aslan. Sehr gut. Jetzt kann er mir nicht mehr entgehen. Du aber schaust den Kampf am besten von weitem zu. Versteck dich hinter einem Stein oder so. Wenn ich einmal im Kampf raus bin, ich garantiere ich für nichts. Ja, mach ich. Da geht sowas von drauf. Jetzt wird der Kampf wohl gleich beginnen. Ich bin gespannt, ob Tabor dem mächtigen Löwen wirklich gewachsen ist. Ich bin ja mal gespannt. Glaube ich eher nicht. Na dann halt so ein Beinbruch. Schon wieder so ein Mistvieh. Also taktisch ist er auf jeden Fall schon mal klug. Der rennt mit dem Bogen auf den... Lol, dein Ernst? Halt, ich nehme den aus. Aslan ist tot. Na, dann wäre das vorbei. Nicht ganz. Ich bin zu aufgeregt, ihm sein Fell abzuziehen. Wow. Nimm ihm sein Fell ab und bring es mir. Danach bekommst du deine Belohnung. Na schön, von mir aus. Du hast einfach zweimal mit dem Bogen drauf geschossen. Aslans Löwenfell hat ganz schön hohen Wert, sehe ich gerade. So, jetzt gib mir endlich sein Fell. Ja, ich brauch das nicht behalten. Hier hast du Aslans Fell. Sehr gut. Und hier hast du dein Gold. Ich gehe jetzt zurück ins Lager. Dieser Jagderfolg muss schließlich gefeiert werden. Warte mal. Machst du jetzt auch einen Abgang bezüglich, genau hier. Und? Wie sieht es aus? Ausgezeichnet. Diese Jagdsaison war ein voller Erfolg. Wir werden noch eine Zeit lang hier bleiben und dann geht es zurück nach Ugar. So, wir haben jetzt... Huch, nee.
Aslan erledigt, Fälle für den Löwenjäger erledigt und das war's, glaube ich, auch jetzt an Quests. Und die Löwenjäger-Quest ist so gut wie vorbei. Das heißt, dieser Queststrang, wenn man ihn als solchen bezeichnet oder bezeichnen will, ist dann so gut wie vorbei. Das werden wir dann Iskra melden, aber das, bis wir Iskra das melden, wird das ein bisschen dauern, denn wir werden jetzt erstmal wieder dann zu Beginn der nächsten Folge an den Anfang gehen. An den Anfang von vom Ende. Nee, am Anfang von diesem Wüstengebiet. Ich will jetzt gerade nochmal schauen, was wir für Runen haben. Nemroshs Orklager, Küste, Teil von Ashtot. Ist, glaube ich, der Anfang, ne? Teleporter Küste und wir dürften noch. Nee, nicht Südstrand Tamor. Haben wir nicht irgendwie noch. Naja, gut, dann werden wir wohl ab Nemroshs Orklager dann wieder laufen müssen. Ja, das wird ein Spaß. Auf jeden Fall in der nächsten Folge geht's dann weiter. Wir suchen das Nomadenlager. Bis dahin. Tschüss.